Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Francisco Prieto Montes de Oca. Francisco hat schon immer gerne Geschichten erzählt. Den Wunsch, ein Buch zu schreiben, hatte er aber erst vor ein paar Jahren, ausgelöst durch eine Lebenskrise. Er und seine Frau Antje waren auf einen Baupfusch hereingefallen, der sie beinahe in den finanziellen Ruin trieb und sie psychisch stark belastete. Diese einschneidende Erfahrung brachte Francisco und Antje dazu, sich wieder an einen alten Traum zu erinnern, eine Weltreise auf dem Fahrrad. Gemeinsam fanden sie einen Weg, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, indem sie ihre Radreise nicht am Stück machen, sondern in viele Abschnitte unterteilen. Das Projekt Scheibenelefant war geboren. Davon erzählt Francisco in seinen Büchern, einerseits um seine Erlebnisse zu verarbeiten, andererseits um anderen Menschen Mut zu machen, an ihren Träumen festzuhalten. In dieser Folge des Backstage-Podcasts geht es also nicht um ein typisches Radreisebuch, sondern um Verlust und Neuanfang, persönliches Wachstum und die Vielfältigkeit und Komplexität des menschlichen Lebens. Hallo Francisco! Hallo Leni, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Ich sag mal noch kurz eine Fußnote vorher. Ich habe eine ziemlich fette Erkältung hinter mir und man hört es noch ein bisschen vielleicht. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ich mich zwischendurch mal räuspern muss oder husten muss oder so. Aber ansonsten geht's mir wieder gut. Ich bin jetzt froh, dass ich hier bin. So. Ich kann dich gut verstehen. Ja, es geht gerade wieder wahnsinnig rum. Erste Frage. Hast du schon immer gerne Geschichten dir ausgedacht? Hast du schon immer gerne geschrieben oder dich mit Aufsätzen befasst? War deutschen Fach in der Schule, was dir gut gefallen hat? Oder wie waren denn so deine Anfänge mit dem Geschichtenschreiben, sag ich mal? Oh, wie waren meine Anfänge? Also ich fange vielleicht mal mit der Schule an und mit dem Geschichten erzählen, weil Schreiben kam später durch, sag ich jetzt mal, Lebensumstände, die man sich eigentlich nicht wünscht dazu. Ja, ich habe Deutsch als Leistungskurs gehabt, ne, zum Abi hin, und dann, das habe ich immer gern gemacht, am Anfang so mit Grammatik und Rechtschreibung, so 5., 6., 7. Klasse, das war immer so ein Graus. Aber als es dann so in Richtung Kabale und Liebe und was da denn alles, diese kleinen gelben Reklamheftchen und Textinterpretationen, ne, das, was der eine oder andere noch kennt, das habe ich immer ganz gerne gemacht. Und Geschichten erzählt habe ich immer ganz gerne. Also ich war immer bei uns in der Clique derjenige, der immer so ein bisschen so in Anführungsstrichen als Laberkopf bekannt war. Immer wenn er irgendwie am Wochenende, immer wenn er am Wochenende was erlebt hat, hat er immer ganz gerne davon erzählt und was er so, welche Erfahrungen, Erlebnisse man so hatte. Und so halt so eine kleine Tratstante. In der Hinsicht gerne Geschichtenerzähler. Mhm. Und Schreiben kam später erst dazu. Ich bin ja 44, wie vielleicht der eine oder andere schon weiß, und kam eigentlich zum Schreiben wie die Jungfrau zum Kind durch eine Lebenskrise. Als es, ich sag jetzt mal, auf dem Weg war, gut verarbeitet zu werden, zum einen hilft es mir so ein bisschen so in Richtung vielleicht so therapeutisches Schreiben, ja, so rückblickend betrachtet. Und das andere aber auch, anderen zu zeigen, Mensch, man kann auch aus solchen Situationen immer noch was machen und vielleicht so ein bisschen Mut zu geben. Und das war eigentlich der Anstoß, dann zu sagen, wie kann ich denn wirklich eine größere Gemeinschaft denn erreichen? Und da habe ich es mal über das Medium Buch probiert. Und so bin ich eigentlich zum Schreiben gekommen. Ja, cool. Da reden wir natürlich gleich auch nochmal drüber. Aber warum ich jetzt auch so ganz vorne angefangen hatte, war, dass das für mich zumindest nicht so naheliegend ist, dass wenn ich jetzt eine Lebenskrise habe, dass ich danach ein Buch daraus schreibe. Du hast jetzt gerade schon gemeint, dir war es wichtig, das mit anderen zu teilen oder weiterzugeben oder zu inspirieren. Ja, aber, Mut zu machen. Mut zu machen, darum geht's, ne? Mhm. Und also bei uns war es halt damals so, mir ging's recht gut. Ich bin hier hingezogen, habe damals mit, oder 2007, ist halt vor knapp 17 Jahren, habe ich ein Haus gebaut, selbst ausgebaut und habe sehr gut verdient und war sehr materialistisch eigentlich unterwegs. Und war dann aber nicht zufrieden mit dem, was wir hatten, und habe dann eigentlich meine Familie quasi überredet, in einen Neubau zu gehen. Und der ist uns komplett auf die Füße gefallen mit, mit allem, was man sich so vorstellen kann. Wir sind letzten Endes, wenn ich das grob überschlage, haben wir fast 40-50% locker nachfinanziert, haben noch und wurden dann unter die Arme gegriffen von den Eltern, waren Betrug ausgesetzt.
Ich habe ganz viele Tränen geweint. Heute kann ich da einigermaßen drüber reden. Das ist kein Thema. Entschuldigung. Und ja, da kommt man natürlich viel ins Erzählen, auch mit Arbeitskollegen, mit der Umgebung hier, wo wir jetzt in einem Dorf jetzt leben, hier in der Nähe von Lübeck und den Eindrücken von den Menschen. Man hört dann hinter dem Rücken, ja, damals wurde von unserem Haus als das Geisterhaus gesprochen, weil es war, glaube ich, mit eins der ersten, die angefangen wurden und fast das letzte, was gestellt wurde von den 17, nach ganz viel Bangen. War wem seid ihr da? Also du hast jetzt gerade vom Betrug gesprochen. War das wirklich Baupfusch, der da betrieben wurde? Ja, es war, also im Prinzip war es so. Wir hatten damals ein anderthalbstöckiges Haus und ich wollte ein doppelstöckiges Haus, weil mich das oben immer mit den Schrägen genervt hat. Und ich bin auch nicht derjenige, der gerne Gartenarbeit mag, also wollte ich auch einen kleineren Garten haben. Und da kam eins zum anderen, habe ich gesagt, Mensch, lass mal vom Grundstück kleiner und vom Haus etwas größer. Und habe dann hier in der Region einen Bauträger gefunden, dem ich meinte, vertrauen zu können. So, und stellte sich dann relativ am Anfang schon heraus, dass der Baubeginn schon sehr, sehr schleppend war. Im Prinzip habe ich dann auch noch für den Bauträger den Baustrom noch beantragt, weil ständig irgendwelche Ausflüchte gesucht wurden, warum es nicht ging. Oh je. Startete dann, dass in der Sohle, die gegossen wurde, schon Bewehrungen fehlten, wo ich das alles fototechnisch dokumentiert habe, den Statiker benachrichtigt habe, am nächsten Tag schon die Sohle aufgeschnitten werden musste. Und, also es war wirklich Baufusch und von einem Satteldach, was in sich nicht abgestützt war, dann hatten wir plötzlich bei uns im Flur oben, ich sag jetzt mal so Stützbalken, die waren gar nicht eingeplant, so mitten im Raum für den Dachstuhl. Dann hatten wir die, ich sag jetzt mal, die Giebelseiten am Dach, die hingen schon durch. Da wurden dann einfach Holzklötze genommen, da reingeschlagen, da wurde gesagt, ja, das hält doch. Es wurde als hochgebogen und mit allem Möglichen. Ja, und dann waren wir dann beim Anwalt und er sagte, Mensch, Herr Preto, ich vertrete nicht nur Sie, sondern ich habe hier schon drei andere Familien. Und da erfuhren wir einiges und im Bekanntenkreis haben wir jemanden aus der Wirtschaftskriminalität, also nicht der da drin ist, sondern der in dem Bereich beruflich unterwegs ist, aber auf der guten Seite. Und da, also bei der Polizei. Und da haben wir dann auch erfahren, dass derjenige schon wegen Balkon verurteilt wurde, wegen Insolvenzverschleppung. Dann hatten wir mitten in unserem Bau dann auch noch einen Insolvenzantrag von dem Finanzamt Neumünster. Dann hieß es ja, kriegen wir denn überhaupt das Grundstück? Kriegen wir denn überhaupt das Haus? Es kam vieles zusammen und ziemlich viel durcheinander. Und dann hat uns letzten Endes der Anwalt, nachdem ich dann wirklich halt, ich glaube beim zweiten oder dritten Mal, wo wir dann da waren, ja eigentlich zusammengebrochen bin, hat er dann gesagt, ja, es nützt halt nichts. Wir sollten halt rausgehen. Im Juristischen heißt das dann, wie steht und liegt. Und ohne Gewährleistung, Hauptsache raus. Ja, wir wussten halt damals nicht, wie es weitergeht. Stand nur das Grundmauerwerk und es war eingedeckt und mehr war nicht. Ja, und dann hieß es dann eigentlich in der Situation sofort am nächsten Tag, jemanden suchen, mit dem es weitergehen kann. So, und damals war eigentlich Bauboom und keiner hatte Interesse. Also wir haben uns hier wirklich, ich bin dann zuvor auch zum Arzt, hab mir was geben lassen, damit ich dann überhaupt irgendwie noch Architekten anrufen kann. Und ja, eigentlich meine Partnerin war natürlich auch dann die Woche zu Hause und wir haben halt alle durchtelefoniert und es haben sich nur nicht mal die Leute erbarmt, vorbeizukommen, mal zu gucken, wie der Stand ist. Sondern es war eigentlich überhaupt keine Bereitschaft, da was Angefangenes zu übernehmen zu dem Zeitpunkt, bis wir auf eine Architektin trafen, die in Altbausanierung machte. Mhm. So, und aber konntet ihr nicht rechtlich vorgehen? Nee. Ich meine, es gab doch bestimmt Verträge oder irgendwas und ihr konntet dann sagen, hey Leute, ja, ihr habt da einen Stallträger hingemacht, der da nicht hin soll. Ja, oder so, ja, rechtlich ist es so, solange die Leistung nicht fertiggestellt ist und abgenommen ist, kannst du sie nicht rügen. Das heißt, wir hätten durchziehen müssen, ihm das ganze Geld geben müssen bis zum Schluss und dann kannst du erst rügen. Das ist furchtbar. Ja, das ist anders wie bei so einem Architektenvertrag, wo jedes Gewerk an sich, sag ich jetzt mal, das Mauerwerk mit dem Maurer, der Dachstuhl mit dem Zimmermann abgerechnet wird und abgenommen wird, da ist das anders. Aber wenn du einen Werkvertrag hast mit einem Bauträger, und bei uns war es ja nicht so, dass wir jetzt blauäugig nur ein, zwei Zahlungspunkte hatten, sondern das waren 14 Schritte. Mhm.
war es trotzdem so, dass also der Bauträger uns mal angrinste und unser Anwalt sagte, ja, er hat recht, die Leistung ist nicht fertiggestellt. Und er kann so lange sagen, bis es nicht abgenommen ist, die Leistung ist ja nicht fertiggestellt. Und so lange hast du dann eigentlich auch keine Handhabe. Ja, letzten Endes Scheiße. Haben wir uns dann getrennt, haben dann den Anwalt bezahlt, haben dann die Architektin, die hier aus Lübeck kommt, die sich mit Altbausanierung beschäftigt, hatte sich so rückblickend wahrscheinlich aus christlicher Nächstenliebe, weil sie sagte, Mensch, was ist denn bei euch da am Telefon los? Und ich komme mal vorbei und gucke mir das wenigstens mal an. Und sie schien halt sehr mitgenommen zu sein, weil wir da sehr emotional am Telefon waren. Ja, sie hatte das Ganze dann angenommen. Wir hatten dann einen Architektenvertrag halt aufgesetzt. Erste Abschätzungen wurden dann getroffen. Ja, und dann hatten wir eigentlich das Desaster, dass das Geld natürlich hinten und vorne nicht reichte. Und die Banken, die uns bis dato finanziert hatten, gesagt haben, ja, da haben sie viel geplant. Ne? Aber das ist wohl ihr Problem, ja. Und da war auch kein Weg nach vorne. Wie viel Zeit war da schon vergangen? Du hast gesagt, 2007 hat das irgendwie angefangen? Nein, 2007 war damals das erste Haus. 2018, 11 Jahre später, ist das erste Haus verkauft worden. Das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht abbezahlt, weil nach 11 Jahren konnte ich damals in jungen Jahren noch kein Haus abbezahlen. Hab das dann sozusagen, hab dann einen Teil aus dem Verkauf dann wieder reinvestiert in das neue Haus. Der Kaufvertrag war 2018 und letzten Endes eingezogen oder Übergabe war Oktober 2020, also über 2 Jahre. So, 2 Jahre lang Stress, ja. Zwei Jahre lang Stress und 2 Jahre lang waren wir dann auch in einer kleineren Mietwohnung halt in einem sozialen Brennpunkt hier in Ratzeburg, was auch nicht lustig war. Ja, letzten Endes mit sehr viel Nerven, sehr viel Betteln bei den Banken, bis wir dann letzten Endes dann doch Banken gefunden haben, die uns dann unter die Arme gegriffen haben. Ich bin dann zum Chef hingegangen, also zu meinem Vorgesetzten, habe gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ob die Banken jetzt fänden. Ne? Lohnfändung war ein Thema, Privatinsolvenz war ein Thema. Was ist, wenn wir abreißen müssen, trotzdem aber die Darlehen noch haben? Es waren ja alles Optionen, die im Raum standen, solange es alles nicht geklärt war. Ne? Und wir haben mit Architekten, mit dem Wechsel, ich bin der Meinung, so ungefähr 160.000, 180.000 Euro on top nochmal aufbringen müssen. Oh Gott. Ja. Ja, und das war dann halt schon sehr, sehr belastend, vor allen Dingen, weil du dich komplett ausgesetzt fühlst, ne? Also es ist, und ich war ja der Treiber gewesen in dem Ganzen, der sozusagen meine Partnerin dazu ja auch noch überredet hat. Und du hast geträumt vom neuen Haus und dann das. So. Genau, und dann das, ne? Und dann waren wir da halt in diesem sozialen Brennpunkt und ich schreibe das ja auch in meinem ersten Buch. Wir schienen da die einzigen zu sein, die in der regelmäßigen Tätigkeit nachgehen. Das ist an sich erstmal nicht schlimm, ne? Aber wenn dann unter einem, sage ich jetzt mal, eine junge Dame zusammengeschlagen wird, weil sie nicht genug Geld erwirtschaftet, dann kann man sich vorstellen, in welcher Ecke man da günstig versucht hat zu wohnen. Mhm. Wir wussten wohl, dass es ein sozialer Brennpunkt war, hatten aber gesagt, naja, für 4-5 Monate und so war damals ursprünglich ja die Bauzeit angesetzt. Da wollten wir die Kosten halt gering halten. Und haben gesagt, okay, da ziehen zusammenbeißen und durch. Und dann stellte sich das so heraus. Und ja, das war alles in allem. Die Situation dort, die Situation nicht zu wissen, wie es weitergeht, dieses Du hast auch ziemlich schnell das Gefühl, es läuft alles außerhalb deiner Kontrolle. Also ich bin ja beruflich, bin ich Projekteinkäufer, mache nebenbei auch ein bisschen Projektmanagement bei uns. Und dann geht es ja viel auch um Koordinieren, Themen, Tätigkeiten managen, steuern, letzten Endes auch den Überblick drüber behalten und auch kontrollieren. Ne? Und wenn du dann in eine Situation reingedrängt wirst, wo dir eigentlich jegliche Kontrollmöglichkeit oder jegliche Möglichkeit aus der Hand genommen wird und du dich nur noch als Spielball fühlst und dir dann dein Rechtsberater, dein Anwalt sagt, ja, im Prinzip hat der Gegenüber recht. Ja, du kannst nichts machen. Ja, und ich rate dir, ich kenne ihn aus anderen Fällen vorher, verlasse dieses Feld, weil wenn du bezahlt hast, dann macht die GmbH pleite und dann läuft das Ganze ins Leere und das ganze Geld ist weg. Dann fühlt man sich dem grob ausgeliefert. Aber ich... Zumal, also es geht ja auch um ein Zuhause. Das soll ja eigentlich ein Ort sein, an den man runterfährt, an den man eben nach Hause kommt, ne? So, in dem man sich was Schönes einrichtet. Und das hattet ihr ja dann gar nicht. Weder in dieser Brennpunktwohnung noch in dem Fuschhaus. Es war ja dann
Genau. kein richtiger Rückzugsort mehr. So stelle ich mir das zumindest vor. Nee, Also, das nicht. ja. Und also ja, das zum einen und zum anderen, auch während, auch mit deiner neuen Architektin war es dann ja so, sie war ja sehr straight, ne? Und sie hatte gesagt, so oder gar nicht und kannte auch ihre Position, weil sie wusste ja, kein anderer wollte es tun. Also gab es nur einen Weg, ihren Weg. Oh, Und auch scheiße. diese Phase war davon geprägt, dass wenn es mal nicht ganz so lief, wie man sich das vorstellte, man dann trotzdem halt den Ärger runterschlucken musste, weil man wusste, das ist der letzte Notnagel, es muss so laufen. Ne? Und dann fühlst du dich dann irgendwie, also ich persönlich es gab Momente, da fühlt man sich ein bisschen entwürdigt. Ja, das kann ich verstehen. Wie ist es denn ausgegangen letztlich? Seid ihr jetzt in diesem Haus? Ist jetzt alles soweit okay Also dort? wir sind in dem Haus, also wir sind Oktober 2020, wurde uns das Haus übergeben. Die gesamten Außenanlagen sind, die ursprünglich mit drin sein sollten, sind nicht fertig. Auch unsere Auffahrt ist bis heute nicht fertig. Wir haben bis heute noch keine Hecke. Wir haben jetzt endlich Rasen seit letztem Jahr. Und ja, im Garten werden wir jetzt noch eine Seite noch mit Palisaden fertig machen, dass wir dann im Herbst, denke ich mal, die Hecke dann pflanzen können. Und dann, soweit dann Geld da ist, mache ich mich dann an die Auffahrt. Und dann haben wir dann hoffentlich nach fast 4 Jahren dann, oder 5 vielleicht nächstes Jahr dann, die Auffahrt. Ja, aber ansonsten sind wir hier angekommen. Die Nachbarn wissen leidlich über die Situation. Und das hat sich ja rumgesprochen. Es war wirklich ja nicht zu übersehen, wie hier der Stand war. Und es ging ja auch gleich mit Sanierung an der Grundsubstanz los, bevor überhaupt sozusagen die Fenster kamen, verklinkert wurde etc. Was eine Geschichte, Hammer. Ja, also schön natürlich, dass es irgendwie noch gut ausging und dass ihr jetzt auch tatsächlich dort sein könnt. Es hätte ja auch sein können, dass wenn dieses Ding fertig ist, du dann sagst, ich will nur noch weg hier. Nee, nicht mehr Ja. bauen, nein. Ja, genau. Nicht nochmal, Nicht genau. nochmal, nein. Jetzt hast du vorhin gemeint, das war letztlich der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, du willst das aufschreiben für dich als Therapie sozusagen, aber eben auch, um es zu teilen. Ja. Wie hast du denn dann begonnen? Hast du dann wirklich direkt gesagt, okay, du, deine Figuren heißen wie ihr, weil so ist es, ne? Die heißen Francisco und Antje. Oder hast du noch überlegt, ob du es vielleicht doch ein bisschen von dir selber wegholst und nicht ganz so Ja, autobiografisch ja. machst, so? Also bevor ich darauf antworte, kurz nochmal auf das Buch. Ja. Das Buch behandelt nicht nur diese Phase, sondern ungefähr ein Viertel des Buches behandelt diese Phase. Was man wissen muss, ist, Antje und ich, das Eigenheim zu haben, drin zu wohnen, ist ja das eine, aber das macht uns ja nicht in Gänze aus. Wir hatten zuvor, als wir uns kennengelernt haben, vor 17 Jahren, und bevor wir auch unsere Tochter bekommen haben, vor 14 Jahren, waren wir schon immer gern mit dem Fahrrad unterwegs. So, und damals haben wir, ob das jetzt bei Globetrotter hier in Hamburg war oder hier in Lübeck woanders war, haben wir immer ganz viele Aufführungen besucht und also diese Berichte, diese Multivision-Shows, die es halt gibt von den Weltreisenden, haben gesagt, Mensch, das wollen wir auch mal machen, ne? So, und dann haben wir das eigentlich immer geschoben und geschoben, und dann kam mein Haus, das erste, dann ging das ja weg, das erste Haus, dann kam das zweite, dann kam das Desaster mit dem zweiten Haus. Und direkt unmittelbar danach war ich noch gar nicht an dem Punkt, dass ich es aufschreiben wollte, sondern Okay. wir haben hier begonnen mit einigen Tätigkeiten am Haus und auch also im Haus und auch an den Außenanlagen. Und dann sag ich jetzt mal, verblich so langsam dieser Schmerz. Und da kamen die alten Träume wieder durch. Zu dem Zeitpunkt war ich ja so 40, ne, und dann so Mann und Midlife Crisis und wie geht's jetzt weiter? Und dann gepaart aber mit, eigentlich haben wir überhaupt kein Geld und wir wissen eigentlich, dass zur Rente das Haus weg muss, weil wir es eigentlich nach der Rente gar nicht mehr bezahlen können. Kam halt so das Thema auf, ja, was ist denn eigentlich mit meinen Ursch oder mit meinen ja, ursprünglichen Träumen? Muss ich mich jetzt für diese Entscheidung, muss ich mich da jetzt ein Leben lang jetzt knechten und selbst geißeln und bestrafen, komme ich da gar nicht mehr raus. Und daraus ist eigentlich dann unser Projekt entstanden. Ne? Und das Projekt heißt ja Scheibenelefant, kommt so ein bisschen aus dem Projektmanagement, den großen Elefanten in Scheiben schneiden und die dann tun, also die dann abarbeiten.
Und so machen wir es jetzt eigentlich mit unserer Fahrradweltreise. Die schneiden wir uns in Scheiben und fahren die jetzt jährlich immer in einzelnen Etappen, die wir dann festlegen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dann soweit war und auch Antje soweit hatte, dass sie da wieder sagte, Mensch, stimmt, wir wollten das mal machen, aber wir sind ja jetzt älter geworden, wir haben jetzt auch Familie und wollen wir das, können wir das? Das hat ja auch noch ein bisschen was mit uns gemacht als Paar. Als diese Entscheidung stand, habe ich gesagt, das glaube ich, ist es wert, mal aufzuschreiben, dass man trotzdem an seinen Träumen festhalten kann, die auch umsetzen kann, auch wenn man reglementiert ist, also von den Rahmenbedingungen, ob es jetzt finanziell ist oder mit Kind. Es lässt sich doch, und selbst trotz dem, was uns widerfahren ist, lässt es sich doch umsetzen. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich jetzt aufschreiben. So, von daher auch autobiografische Erzählung, weil es ist eine autobiografische Erzählung. Ich habe lange mit mir gerungen und kämpfe eigentlich heute noch damit. Nicht persönlich, sondern weil ich den Eindruck habe, viele lesen auf dem Cover autobiografische Erzählung und dann das macht Klick im Kopf, ah, dröge, weglegen. Ach, So, echt? ja, genau. Also Okay. das ist so das, was ich manchmal denke und diejenigen, die es dann doch lesen und mich dann kontaktieren auf Instagram, die sagen, ey Mensch, total spannend geschrieben und ganz anders als erwartet. Und es heißt dann immer, obwohl es eine Biografie ist. Ne? Obwohl. Das Und ist dann. seltsam. Ich habe jetzt irgendwie, also wenn ich so mit Film vergleiche, da steht doch dann immer vorne drauf nach einer wahren Begebenheit. Und das ist dann immer so ein Hype-Ding Ja, das ist, ja, eigentlich. genau, aber das ist es ja, ne? Also wenn du literaturwissenschaftlich guckst, sagst nach einer wahren Begebenheit, dann ist es ja ein Roman und ein Roman ist ja Fiktion. Das heißt, Ach es ist so. ein wahrer Kern drin, aber drumherum können fiktive Elemente sein. Und das, was bei mir in den Büchern drin ist, da habe ich mir eigentlich nichts ausgedacht. Ne? Ich sage jetzt mal, ob die Dialoge auf den Reisen immer Wort für Wort so waren. Ne? Ich glaube, da kann jeder erstmal auf sich oder in sich selbst reinhorchen, ob er wortwörtlich jedes Gespräch aus den letzten Wochen so wiedergeben kann. Das ist das eine. Das mag sein, dass die Dialoge dann im Nachgang beim Aufschreiben vielleicht das ein oder andere Wort vielleicht originär mal anders gesagt wurde. Aber die Geschichte, die Personen, die Empfindungen, das ist eigentlich autobiografisch. Und da ich zuvor ja nicht als Autor unterwegs war, habe ich mich da natürlich schlau gemacht und habe dann gelesen, dass es richtigerweise eine autobiografische Erzählung heißen muss. Und diesen Begriff habe ich dann auch gewählt. Ich habe ganz viele Fragen noch im Kopf. Erstmal nochmal zu eurer großen Reise mit dem Scheibenelefanten. Ja. Wie sieht denn so eine Reise aus? Also wie lange seid ihr unterwegs? Seid ihr nur mit dem Fahrrad unterwegs? Was für Fahrräder sind das? Ja, berechtigte Frage, weil wir arbeiten natürlich beide Vollzeit, sie in der Klinik und ich beim Medizintechnikhersteller. Und wir haben natürlich alle nur 30 Tage Urlaub. So, das heißt, und wir haben natürlich noch eine Tochter, die wir sehr lieben und natürlich auch nicht lieblos einfach zu Hause zurücklassen wollen, gerade in einem Alter von 14 Jahren. Wir sind 3 Wochen unterwegs, ne? Und wir sind gestartet mit 1300 Kilometern. Die erste Etappe, die ging von Lübeck nach München. Dabei haben wir da so einen kleinen Schlenker noch gemacht, die neuen Bundesländer. Und die zweite Etappe war dann von München, die Donau entlang, Wien, Bratislava, so ein bisschen Ungarn gestreift, entlang der Grenze von Österreich und Slowenien bis Zagreb. Und jetzt im Herbst machen wir die dritte Etappe. Die ist dann von Zagreb runter zur Küste nach Rijeka. Ich kann leider kein Kroatisch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Du kannst mir viel erzählen, ich kann auch keins. Von dort dann nach Split, die Adriaküste also lang. Wir werden dann in eine Fähre einsteigen, weil es mit dem Rad doch müßig ist, die Adria zu durchqueren. Ja, gut, naja. Und dann mit der Fähre dann nach Ancona fahren und an Ancona, Rimini, Ravenna, Cremona, Piacenza, Milano. Das ist dann also diesen Herbst geplant. Und nächstes Jahr dann wäre dann Mailand, Genua, die Küste lang bis Toulouse und so schlängelt sich das ein bisschen durch Europa. Dann müssen wir gucken, ob wir noch Skandinavien mitnehmen, bevor es dann irgendwie rübergeht Richtung Nordamerika oder nicht. Das hängt von einigen Fragestellungen ab. Wie gesagt, wir haben ja Reglementierung auch, wie jeder auch, denke ich, was das Finanzielle angeht. Vielleicht bei uns ein bisschen stärker wie bei anderen, ich weiß es nicht. Und von daher müssen wir gucken, wie wir die Etappen schneiden. Aber ja, im Jahr immer 3 Wochen.
So, das ist das, was wir jetzt erstmal gesetzt haben. Solange Paula jetzt noch 14 ist, wenn sie später aus dem Haus ist, 18, 19, 20, mag das auch schon mal vielleicht mal 4 Wochen sein. Kann man dickere Elefantenscheiben schneiden. Genau, richtig. Ne? Aber so ist das geplant. Und ja, wir versuchen immer an einem internationalen Flughafen zu enden, den wir dann bei der nächsten Etappe direkt wieder anfliegen können. Also wir sind jetzt zum Beispiel, ja, letztes Jahr war ja die zweite Etappe, endete ja in Zagreb, da sind wir dann sozusagen am Flughafen, haben wir uns den Mietbulli genommen und sind dann mit dem Bulli, weil das für uns günstiger war, da nach München gefahren, wo wir den unseren Wagen abgestellt hatten, wo wir ja gestartet waren. Aber jetzt nach Zagreb runter, nach Mailand und dann mit zurück den Wagen in Zagreb holen, ist ein bisschen ungünstig. Daher werden wir jetzt in Zagreb, wo wir den Mietwagen abgeholt haben, am Flughafen hinfliegen. Also direkt vor dem Gebäude sozusagen, wo wir den Mietwagen abgeholt haben, anfangen wieder. Geil, wenn Faden wieder aufnehmen, super. Genau, ja. Als wenn nichts gewesen wäre, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann bis Mailand. Und nächstes Jahr dann sozusagen Mailand wieder hinfliegen, bis Toulouse. Toulouse hat auch wieder einen internationalen Flughafen, da muss natürlich vorher mal gucken. Ne, das sind dann natürlich so auch wieder Rahmenbedingungen, ne, wie komme ich hin, welche Kosten entstehen dabei, also bis zuletzt haben wir auch geschaut, wie kriegen wir das überhaupt irgendwie finanziert, unser Gepäck nach Zagreb zu kriegen und so weiter. Ja, aber das muss man sich dann, muss man sich dann irgendwie dann vom Munde absparen, wenn man das möchte. Und das möchten wir. Und so schneiden wir uns das sozusagen Jahr für Jahr in Etappen und haben jetzt natürlich bedingt durch unsere Familiensituation jetzt erstmal den Fokus auf Europa gesetzt. Und sobald es dann geht, haben wir gesagt, würde uns Kanada zum Beispiel reizen. Wobei da muss man dann wieder gucken. Ich habe da schon mal geschaut, da sind die Strecken etwas weiter, wenn man richtig in Kanada fahren will. Oder man fängt dann in Kanada an und dann geht es dann Richtung Ontario Lakes dann, dass man dann relativ schnell dann auf der amerikanischen Seite dann ist. Auf der US-Seite, dass man da wieder ein paar Flughäfen hat. Da muss man wieder gucken, wie man schneidet. Was macht ihr vor Ort an euren Reisezielen? Schaut ihr euch ganz viele Städte an oder geht ihr eher in die Natur? Macht ihr Touri-Programme? Touri-Programm würde für mich wieder Freizeitstress verursachen. Ja, weil was willst du alles sehen und einen Plan aufstellen und alles abfahren? Und Mensch, jetzt müssen wir aber morgen da sein, weil dann geht dann der oder jener Ausflug, den du gebucht hast. Also das machen wir nicht. Wir versuchen, soweit es geht, wild zu zelten. Das haben wir auf der letzten Tour auch gemacht. Also wir sind zum Beispiel in Ungarn. Für Ungarn haben wir, glaube ich, waren es fünf Tage gebraucht. Eine Übernachtung auf dem Campingplatz und der Rest war wild im Wald. Wow. Ist ja natürlich auch ein Geldfaktor halt, ne? Weil viele sagen halt, damit wurde ich natürlich auch konfrontiert. Ne? Auf der einen Seite, Mensch, ihr habt so wenig Geld und dann macht ihr solche Reisen. Da muss man mal im Detail dann wirklich hingucken. Ne? Wie reisen wir denn? Ja, wir waren in Wien und in Wien haben wir 2 Nächte gemacht. Ja, dass wir davor aber 6, 7 Nächte dann wild oder auf dem Campingplatz waren für 20 Euro, das sieht dann plötzlich keiner. Ne? Und das ist dann halt so dieser Mix zwischen, was wollen wir uns denn, wo wollen wir denn uns auch die Stadt angucken und wo wollen wir einfach durch die Natur fahren und die Natur erleben, die Dörfer und vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt zur Bevölkerung knüpfen. Wenn sich der ergibt, erzwingen kann man ihn ja nicht. Ne? Ja, und so ist das halt eine Mischung. Und wir planen halt relativ wenig. Ich gucke dann, also jetzt als Beispiel jetzt die letzte Tour oder die Tour davor, wo wir von Lübeck nach München gefahren sind. Man guckt natürlich ganz grob, wo sind große Städte, ne? Also ich sage jetzt mal so Bamberg, Nürnberg, Bayreuth, ja, das klingt ja schon mal so im Ohr bei dem einen oder anderen und dann bei Bayreuth denkt man vielleicht an die monumentalen Bauten, ja, und bei Bamberg an das mittelalterliche Bamberg und Nürnberg aus dem Zweiten Weltkrieg, ne, mit den, mit der gesamten Historie dahinter. Wir sind aber auch durch Leipzig gefahren und andere Städte, Magdeburg, da guckt man natürlich vorher ganz grob, was gibt es denn da, ja? Aber wir machen uns da nicht wirklich ein Programm, weil zum einen ist es so, wir wissen nicht, wie wir an den Tagen dann drauf sind, wenn wir dort sind vor Ort. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt an den geplanten Tag überhaupt vor Ort sind. Auf solchen Reisen kommt ja häufig auch mal was dazwischen. Beispielsweise auch was Gesundheitliches. Auf der ersten Etappe hatte Antje über eine Woche Probleme mit ihrem Knie und wir mussten mehrere Ruhetage einlegen. Das heißt, wenn wir solche Etappen planen, diesen 3 Wochen, sind auch immer Ruhetage mit drin. Immer so Puffertage, wo man sagt, die können wir frei verschieben, je nach Bedarf, ne, wie es uns dann auch geht.
und wir lassen die Reise dann auf uns zukommen. Also da ist dann wirklich mehr, es klingt vielleicht abgedroschen, da ist wirklich der Weg das Ziel. Ja, weil das klingt auch, als würdet ihr halt eben euer eigenes Tempo machen, ne? Und euren eigenen Stimmungen, Gefühlen da einfach vertrauen und sagen, so, heute machen wir das und das geht jetzt halt nicht, weil geht halt gerade nicht so. Ist ja eigentlich gesund, Genau. ne? Und stressfrei dadurch. Genau. Ich hatte vorhin mal noch gefragt, was für Fahrräder ihr habt. Sind das ganz normale Fahrräder? Ja, wir hatten uns 2010, noch zu guten Zeiten, hatten wir uns Reiseräder gekauft. Also, das sind Räder mit einer Nabenschaltung und mit einem Stahlrahmen. Damals hatten wir uns für Stahl entschieden, weil das überall schweißbar ist. Wenn du jetzt irgendwie Alu hast, ist das natürlich leichter. Aber wir dachten da, also damals 2010, vor 14 Jahren, Mensch, was ist denn, wenn in, keine Ahnung, Rumänien, Albanien irgendwo im Hinterhof und da bricht was und da muss was gemacht werden und so. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, Mensch, holen wir uns Stahlräder. Ja, und mit denen sind wir unterwegs. Also die haben uns begleitet, Antje immer noch mit dem gleichen Rad. Ich habe nach der ersten Etappe letztes Jahr das Rad gewechselt, aber auch wieder ein Reiserad, auch Stahlrahmen. Es ist nur meiner Statur ja, geschuldet, etwas robuster ausgelegt, dass ich auch das gesamte äußere Gepäck dann auch mit drauf kriege. Ne, weil vorher bin ich immer mit Anhänger gefahren und wir sind bei der ersten Etappe, sind wir durch Schiefergebirge gefahren und wenn man dann noch mit Anhänger fährt, ist das auch ein bisschen müßig. Und da habe ich gesagt, der muss weg. Ich habe, Krass. der muss weg und habe dann sozusagen mir dann entsprechend ein Rad geholt, was einfach ein bisschen verwindungssteifer ist, wo ich dann einfach das Gepäck vom Hänger aufs Rad kriege. Ihr seid immer zu zweit unterwegs oder machst du sowas auch mal alleine, so eine Fahrradtour? Also Fahrradtouren generell mache ich auch mal alleine. Ich habe jetzt gerade eine gemacht, letzte Woche, jetzt über Himmelfahrt alleine. Ne, weil das dann einfach nicht immer klappt mit den Urlauben und was möchte Antje dort dann tun in den Tagen? Kriegt sie dann auch frei, kriegt sie nicht frei? Also da war es halt so, Himmelfahrt war ja Donnerstag, am Freitag musste sie in der Klinik arbeiten und unsere Tochter wollten wir auch nicht alleine lassen und wir hatten auch keine Möglichkeit, unsere Tochter, also dass unsere Tochter jetzt bei unseren Eltern irgendwie unterkommt. Und von da bin ich alleine gefahren. Da war ich 4 Tage allein in Dänemark unterwegs. Cool. Also das mache ich ja auch regelmäßig. Ist wahrscheinlich aber schon noch mal, oder ist meine Frage, ist es noch mal was anderes, wenn man alleine unterwegs ist? Kommt man da noch mal auf andere Gedanken oder ist es auch was Besonderes für euch, dass ihr es halt eben zu zweit erlebt und dass ihr dann trotzdem auch in so einen Flow kommt, sage ich mal? Es ist anders, wenn man alleine fährt, ne? Also es hat mehrere Aspekte. Also ich fange vielleicht mal beim Praktischen an und dann gehe ich vielleicht auf die Emotionen über, auf das Emotionale. Also rein praktisch ist es natürlich so, wenn du alleine bist und du willst einkaufen gehen im Supermarkt, Fahrrad abschließen, das gesamte Gepäck, alle 4 Taschen runter, Rolle runter, alles in den Einkaufswagen, ne, weil du willst ja nicht alles draußen stehen lassen und soll ja auch nicht geklaut werden. Also das sind so die rein praktischen Sachen, ne? Oder ich sage jetzt mal, wenn einem mal wirklich was passiert, dass man umknickt. Ich hatte zum Beispiel mal vor Jahren während meiner Studienzeit hatte ich einen Unfall gehabt während einer Radtour in Frankreich. Da war ich, das war super, dass damals eine Bekanntschaft mit dabei war, weil ich hatte mir das rechte Radiusköpfchen am rechten Ellenbogen sozusagen gebrochen und konnte den Arm gar nicht mehr bewegen. Ach Gott. Also das sind einfach praktische Sachen, wenn dann halt noch einer mit bei ist. Emotional ist es so, zu zweit stützen wir uns gegenseitig. Ja, wenn, weil jeder hat mal einen Durchhänger oder hat mal keinen Bock oder es geht einem irgendwas auf den Nerven. Oder man ist, wenn man, ich sag jetzt mal so vor sich hin radelt, kommen ja man spülen manchmal ja innerlich dann auch so alte Themen vielleicht hoch. Und wenn man alleine ist, muss man die dann auch alleine verarbeiten, ne? Da ich aber schon, ja, seit über 20 Jahren sowas auch alleine mache, habe ich da auch einen guten Umgang mitgefunden. Also bei mir ist es ja jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt allein unterwegs bin, dass ich mich komplett einsam fühle und vereinsame und dann nur vor lauter Gedanken im Kopf nicht mehr schlafen kann. Und nee, das ist nicht. Das ist nicht. Das genieße ich sogar mal, ganz alleine zu sein. Ne? Aber so, wenn man dann so ganz in der Fremde unterwegs ist, wo man, ich sage jetzt mal, selbst mit Englisch vielleicht gar nicht so vorwärts kommt, da ist, gibt mir das schon ein bisschen mehr Halt, wenn jemand dabei ist. Auch wenn Ja, Antje klar. sozusagen, wenn irgendwas zu klären ist, immer mit dem Ellenbogen immer so anstupst, geh mal nach vorne, mach doch das mal. Ja, also das schreibe ich auch in meinem Buch, da steht sie auch zu. Also es ist auch gar nicht böse gemeint. Ich meine, jeder hat seine Stärken und Schwächen, das ist halt so.
Ja, und ich bin halt immer derjenige, der mit Händen und Füßen dann immer schildern darf, was gerade irgendwie Phase ist. Ja, das bin ich dann. Aber es ist trotzdem anders, wenn jemand noch dabei ist. Wie ist das für Antje, dass du das alles aufgeschrieben hast und dass das auch andere Leute lesen? Hatte sie da erst Bedenken oder fand sie das von Anfang an gut, dass du das machst? Ich hatte sie ja gefragt, ob sie mitmachen möchte, mitschreiben möchte. Wollte sie nicht, weil einfach das Schreiben und sogar, also sie ist sehr, was das angeht, sehr introvertiert. Und ich bin sozusagen der Gegenpol in der Beziehung, so halt der extrovertierte Part. Und sie sagt, ja, das passt. Sie weiß, was drin steht, weil sie auch immer was Korrektur liest. Mhm. Ja, und von daher ist alles abgesegnet. Und ja, und natürlich gibt es das eine oder andere, was vielleicht so also es gab eine Kleinigkeit, sage ich jetzt mal, eine gesundheitliche Kleinigkeit, die ist umformuliert worden. So, also also ist nicht so, dass ich einfach schreibe, was ich möchte und da keine Rücksicht nehme. Ja, klar. Auf die Belange anderer oder halt in dem Fall ja von Antje, sondern dass sie sagt, nee, das muss da jetzt so nicht drinstehen, kannst du das nicht anders formulieren. Mhm. So, und dann, wie gesagt, da gab es eine Kleinigkeit, war was Gesundheitliches bei ihr und das tut im Buch und der Geschichte aber keinen Abbruch. Habt ihr denn irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht mit Feedback, wo irgendwie eine Kritik reinkam, wo ihr dann dachtet, oh, hätten wir es mal nicht ganz so persönlich lieber geschrieben oder ist das noch gar nicht passiert? Also die große Herausforderung bei einem Buch ist eigentlich der Genre-Mix. Das ist eher die große Herausforderung. Aha. Ne? Weil ich schreibe, also gerade ja im ersten Band, ja gesagt, circa ein Viertel vom Buch ist diese Aufarbeitung, die diese Situation, dann wie der alte Traum wieder hochkommt, wie wir als Paar oder wie ich sie sozusagen motiviere, als Paar dahin zu gelangen, diesen alten Traum wieder zu beleben, wie wir ihn dann ausführen. Und dann geht es ja, sag ich jetzt mal, so drei Viertel des Buches ist das Thema ja Radreise. So, und wenn du oder wenn ein Radreisender klassischerweise einen Reisebericht oder eine Reiseliteratur kauft, dann ist so ein Tiefgang vorne nicht drin. Umgekehrt, derjenige, der vorne sich für interessiert, der hätte am liebsten einen Ratgeber, ja, und hat aber wenig Interesse an der eigentlichen Reise. Wobei ich die Reise als sehr transformativ empfinde. Also bei mir ist es generell so, dass ich Reisen als was sehr Transformatives empfinde. Und es geht immer auf meinen Reisen auch um das Thema Flexibilität und Weiterentwicklung. Mhm. Ja, also im ersten Buch, nicht wörtlich benannt, aber sind so Themen drin wie 7 Säulen der Resilienz, Popularität, Dualismus, ein paar Lebensweisheiten sind drin. Das ist alles so nicht benannt, sondern in dieser Geschichte mit verarbeitet. Und das, glaube ich, ist eine große Herausforderung. Also ich bekam jetzt, vorgestern bekam ich von Maria bei Instagram ein Feedback. Ich hatte sie schon vorgewarnt, sie möge sich lieber den zweiten Band holen, weil ich sie kenne. Okay. Ja, und sie sagte, nee, wenn, dann fange ich vorne an. Und da kam das Feedback und sie sagte, ja, du hattest recht, aber ich habe mich durchgekämpft am Anfang. So, und das ist, weil ihr das einfach zu tief war, also zu tiefgründig. Mhm. Und sie sagte, das brauche ich alles nicht. Ich möchte eigentlich nur Reiseerlebnisse haben. So, das ist eigentlich so die große Herausforderung. Zumal es ja, wie gesagt, drei Viertel im ersten Buch geht es um die Radreise, das zweite Buch fast vollständig um die Radreise, aber es sind beispielsweise auch keine Bilder drin. Ne? Und wenn man sich das Cover anguckt, dann würde man sagen, würde man nicht auf den ersten Schlag vermuten, das ist jetzt das typische Radreisebuch oder so. Ne? Also es sind für mich immer, und so schreibe ich das auch in meinem Instagram-Auftritt, das sind Radsinnreisen. Es ist, ne? So, und das ist vielleicht das, was mich unterscheidet zu anderen, was es aber für den einen oder anderen auch schwer greifbar macht. Aber du sprachst ja das Feedback an und darauf jetzt nochmal direkt fokussiert zurückkommend. Auf die Followerschaft, sage ich jetzt mal, die ich aktuell habe, da habe ich ungefähr schätzungsweise 15, 18 direkte Feedbacks mal bekommen, als Direct Messages. Und da war es so, und einige kannten mich aus einem anderen Auftritt vorher. So, und da kam das Feedback, schön, ich spüre dich jetzt mehr. Oh.
Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist für den 90% der Radreisenden ist das sicherlich. Mich wollten als Beispiel, mich hatten vorher, ich hatte einige Radzeitschriften kontaktiert. Oh ja, wir würden dich gerne featuren. Wenn das denn soweit ist, dann schick uns mal ne, halt die Pressemitteilung. Ja. Und dann habe ich dann das Cover angehangen. Keiner von den drei Zeitschriften, von keinem habe ich ein Feedback bekommen. Die waren plötzlich nicht mehr interessiert. Und das ist genau das, was ich, wo ich dann sage, es ist dieser Genre-Mix macht es also zum einen interessant, weil es, glaube ich, sehr interessant ist für die Leute, die gerne draußen in der Natur sind, die gerne an Reisen interessiert sind, an transformative Kraft von Reisen, an Reiseerlebnissen, auch an persönlichem Wachstum. Aber wenn jemand sagt, ich möchte nur Action und ich möchte nur die Sehnsuchtsbilder in irgendwelchen Himalaya-Gebirgen dort sehen und sehen, wie er da zeltet und das muss alles episch sein und bitte nicht zu tief ins Gemüt reinblicken, sondern nur fokussiert auf diese Erlebnisse. Das bieten diese Bücher nicht. Das bieten diese Bücher nicht, aber das ist auch der große Unterschied, sage ich jetzt mal, zu allen anderen. Also positiv ausgedrückt wäre das eigentlich ein USP. Ne? Also ich kenne keine anderen Bücher, die das tun in der Art. Und ich glaube, das ist Chance und Risiko zugleich. Ja, verstehe, ja. Kannst du mal noch was zu dem organisatorischen oder zu den Rahmenbedingungen erzählen zur Veröffentlichung dieser Bücher? Wir sagen ja auch ständig das Buch oder die Bücher. Also es ist ja eine Geschichte, die du schreibst, aber in mehreren Bänden. Eigentlich ähnlich wie eure Reise, ne? Also Ja, in genau. mehreren Scheiben. Das Jede erste Etappe hieß, ein Buch. ja, Träume am Wendepunkt, das zweite Seelendurst, das kam jetzt auch gerade erst vor kurzem. Gibt es auch als E-Book, gibt es auch als Hörbuch oder gibt es schon ein Hörbuch? Es gibt es noch nicht als Hörbuch, nächstes Jahr im Frühjahr. Aber nochmal zurückkommend auf deine Frage Veröffentlichung. Natürlich habe ich, wie jeder andere Self-Publisher, versucht, einen Verlag zu finden. Aber da habe ich mich mal im Internet belesen und ich glaube, die Quote ist 2000, nee, 1 zu 2000 für einen Vertrag. Ja, und ich gehöre leider zu den 1999. Genau. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, dann machst du das über Self-Publishing, weil man möchte ja doch, also mir liegt es am Herzen, einfach das zu teilen mit den Leuten, die daran interessiert sind und zu sagen, Mensch, auch wenn wir sehr eingeschränkt sind im Finanziellen, schau, es geht doch. Und du kannst doch was Tolles erleben im Leben. Und das Leben ist nicht nur, ich fahr das tollste Fahrrad, ich habe das tollste Haus, ich habe also den tollsten Wagen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Themen im Leben, die ganz wichtig sind. Und das bearbeite ich ja alles in diesem Buch. Habe ich gesagt, okay, jetzt machst du halt dann, ja, über BOD bin ich da gegangen, ne? Books on Demand und das ist Self-Publishing, man macht dort praktisch alles selbst, man macht das Lektorat, wenn man es nicht extern beauftragt, selbst, man ist selbst sein Korrektat, man schreibt natürlich die Geschichte selbst, man macht das Cover selbst. Hast du das auch alles selbst dann gemacht oder hast du noch ein paar Leute gehabt, die dir irgendwie geholfen Also ja, haben? gut, Antje hat nochmal Korrektur gelesen und ich hatte Cool. nochmal und ich hatte noch zwei, also bei Instagram hatte ich noch zwei nette Damen, die hatten sich bereit erklärt, als Testleserin zu fungieren, Cool. weil ich einfach wissen wollte, berührt die Geschichte überhaupt jemanden? Ne? Oder ist das jetzt ganz für die Katz? So, und Und das sowas wie war das Buchcover? das Buchcover, das habe ich zusammen mit einem Grafiker und einem Grafikprogramm erstellt. So, Hast du auch aber selber gemacht, ja, sozusagen? Ach, genau. geil. Ja, und zu dem Hörbuch, also das lief über Self-Publishing, wobei, wie ich sprach ja eben, diesen engen finanziellen Rahmen an. Ne? Und wenn man sagt, jetzt Bücher in dem Umfang, und das vergessen viele, da hatte ich auch etliche Rückfragen gehabt, zum Beispiel auch auf Instagram, wo es dann hieß, ja, ist das jetzt lektoriert und wie ist das bearbeitet und nachbearbeitet worden so? Und wenn man sich dann auch heute die Preise anschaut von professionellen ja, Agenturen oder Lektoren, da ist man bei solchen Büchern schnell, also pro Buch um die 2.500 bis 3.000 € los. Und da hast du Boah. noch kein Buch verkauft. Mir stand aufgrund der Rahmen dieser Weg nicht offen. Also ich hatte jetzt nicht 5.000 bis 6.000 € um für diese ersten beiden Bände. Ich bin danach, nach Veröffentlichung, aber im Instagram kontaktiert worden, und jetzt komme ich zu den Hörbüchern, von den Höragenten.
Und die sitzen in Berlin und unter anderem die Hörbuchmanufaktur Berlin ist ein Projekt von denen. Und die haben mich gefragt, ob sie mich unter Vertrag nehmen dürfen, 5 Jahre. Und die bezahlen auch Okay. die Hörbuchproduktion. Weil Krass. auch da kostet das Ganze natürlich immens Geld, da das Wie Geld sind nicht die auf dich gekommen über Instagram? über Instagram, ja. Ja gut, Mensch, ich hatte da das so Buch geht das natürlich dann. heutzutage, ja. Ja, genau. Und so sind wir zueinander gekommen. Die haben dann das Manuskript bekommen, haben drüber geschaut natürlich, bevor wir zum Vertrag kamen. Und dann dachte ich mir so, okay, da hat jetzt kein professioneller Lektor drüber geschaut. Aber irgendwie ist es da doch ganz gut, weil jemand möchte da doch diese Summen in die Hand nehmen, die investieren, in das Risiko gehen und möchte dann Bücher veröffentlichen. Und nicht nur die beiden, sondern der Vertrag geht über die gesamte Serie. Also alles, was ich rausbringe in den nächsten 5 Jahren, das ist mir überlassen. Ich habe da auch keinen Druck, was noch erscheint oder nicht. Aber ich habe die Hörbuchrechte für die nächsten 5 Jahre von der gesamten Serie. Also alles, was noch kommt, das ist weg. Das ist bei der Hörbuchmanufaktur Berlin. Sehr Da nochmal cool. vielen Dank an die Ines von den Höragenten an der Stelle für die Viele Chance. Grüße an Ines. Und sie sagte mir, im Frühjahr nächsten Jahr erscheinen die Hörbücher dann. Sehr cool, okay. Ich habe auch noch nicht erwähnt, dass alles, was du so machst, ist auf www.sinnwende.de zu finden. Und Sinnwende heißt du auch auf Instagram. Und das ist ja so dein Sprachrohr oder deine Plattform, wo man dich auch kontaktieren kann und wo du auch weiterhin mitnimmst. Also da findet man dann die Fotos, die in deinem Buch nicht zu finden sind, von deinen Reisen. Du schreibst auch immer Texte dazu, wo du gerade bist, wie es dir geht, was dir durch den Kopf geht. Also ja, gerne mal da vorbeischauen und da findet man natürlich dann auch deine Bücher. Die Bilder sind vor allen Dingen deswegen auf der Homepage und mit QR-Codes verlinkt, weil ich einfach die Kosten der Bücher niedrig halten wollte. Ne, also Ja. die Bücher sind im Vergleich zu anderen, ich sag jetzt mal, Radreisebüchern, sind die locker um 4, 5, 6 € pro Stück günstiger. Aber einfach nur, weil der Farbdruck nicht da ist. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich wollte es eigentlich auch jeden verfügbar machen können. Auch für einen schmalen Taler. Wir hatten es jetzt vorhin, oder ich habe vorhin gefragt nach so ein bisschen der negativen Seite davon, dass du das jetzt geteilt hast. Was ist denn die positive Seite daran? Wie fühlst du dich jetzt, wo das draußen ist und wo Feedback reinkommt? Warum machst du dieses Projekt Sinnwende? Weil es mir einfach Spaß macht, also das, was ich erlebe, zu teilen. Also jetzt, wenn man jetzt auf Instagram ja jetzt reinschaut, habe ich ja auch 4 Beiträge nochmal über die 4 Tage Dänemark geteilt. Und es macht mir einfach Spaß. Es macht mir Spaß, den anderen Leuten zu zeigen, was man denn alles so erleben kann, wenn man denn draußen unterwegs ist und offen ist für die Welt. So. Und das ist eigentlich so der Treiber. Und ich erzähle gerne. Also ich freue mich schon auf die Reise im Herbst. Und auf das Schreiben dann über den Winter des nächsten Buches, da freue ich mich ganz ehrlich schon drauf. Also auch da wieder das Ganze mir zu schreiben. Ne? An Beginn von dem Plot. Der Plot kann nur die Reise sein. Ne? Und wenn es eine autobiografische Erzählung ist, kann ich mir dazu auch nichts überlegen. Aber die große Herausforderung ist dann trotzdem ja, spannend zu gestalten. Und das ist die Freude am Erzählen. Und was hat es mit mir gemacht? Ich habe gerade, wo ich die Szene, also das erste Buch, da steige ich ja direkt mit der Szene beim Anwalt ein, wo letzten Endes dann ja auch sozusagen der Punkt erreicht war, ja, wir müssen da raus aus dem Vertrag. Das war schon, wo ich es geschrieben habe, schon schwer. Also ich habe es aufgeschrieben und dann nochmal geschrieben und dann geheult, geheult, nochmal geschrieben, geheult, nochmal geschrieben. So, und dann war das aber dann irgendwann, war dann, ja, wie soll man sagen, ausgeweint. So, also es waren so häufig immer diese Passagen und immer wieder hier und da ein Wort verändern und überarbeiten und gerade zu Anfang muss man ja darauf achten, den Leser nicht zu verlieren. Denn dass man dann anfängt, dann als Autor da so ein bisschen auch auf die Methode zu achten, wie man schreibt, wie man arbeitet, dass von Bearbeitungsschritt zu Bearbeitungsschritt, dass das andere so ein Stück für Stück in den Hintergrund geriet. Und irgendwann war es einfach, ja, ich muss sagen, ja, ausgeweint. Und da konnte ich es dann auch schreiben. So, und heute macht es mir wenig aus. Ne, heute macht es mir wenig aus. Ich habe mich mit vielem abgefunden, ich habe es akzeptiert und schaue jetzt eher nach vorne. Wie kann ich meine Zukunft Ja. gestalten? Ne? Und das ist das, was ich meine, auch mit 7 Säulen der Resilienz.
Da sind einige Säulen auch, wie gesagt, in dieser Geschichte dann ja auch angerissen. Dieses, ja, es ist so, ich kann es nicht ändern und ich kann auch in der Vergangenheit jetzt nicht leben und den Vertrag jetzt nicht unterschreiben oder nicht unterschreiben, ja, sondern es ist alles passiert. Ich kann nur nach vorne schauen und sagen, wie kann ich jetzt das Beste draus machen? Ne, und so gehe ich, muss ich sagen, auch an vieles mittlerweile in meinem Leben ran. Also das hat mich nicht nur, was die Reise jetzt angeht, verändert, sondern generell so ein bisschen so die Sicht, was ist, also auf mich selbst, was ist mir selbst wichtig. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch viel mit Yoga beschäftigt. Der eine oder andere, der mich auf Instagram Wer verfolgt. nicht? Ja, das ist so, ja, ich sage jetzt mal, im Christentum geht es darum, wie kommst du in den Himmel, ne? Und im Yoga geht es darum, wie wirst du selbst zum Himmel, ne? Oh, das ist aber schön gesagt. Okay. Ja, und darum geht es dann, ne? Aber auch im Yoga, ne? Auch im Yoga ist es doch so, dass man sagt, ich versuche außenstehend auf die Welt zu schauen, so wie sie ist, und das Thema von außen ohne Bewertung erstmal zu betrachten. Ja. Das sind halt viele spirituelle Themen, sage ich jetzt mal, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und das eine oder andere findet sich wieder im Buch. Ne? Also wie gesagt, Radsinnreise. Ja, ich habe mich da so ein bisschen hin entwickelt. Und wie gesagt, sehe vieles anders und achte jetzt mehr darauf, dass ich mich glücklich fühle. Ne? Man kann nicht mit Dauerglück täglich aufstehen und ist jeden Tag gleich super resilient oder so, das nicht. Aber ich habe schon den Eindruck, ich gehe mit einigen Themen bewusster um. Und wenn dann was mich ärgert, dann merke ich das vielleicht schneller und sage mir, ja, wieso stört mich das denn jetzt gerade? Und eigentlich ist es doch nur mein Ah, Ärger. Es kannst auf bringt Abstand gehen und dir genau, das mal ne, anschauen, ja. genau. Und der Ärger bringt doch jetzt eigentlich gar nichts. Er schadet eigentlich nur mir. Ne? Und ob ich mich jetzt ärgere oder nicht, dem Gegenüber interessiert das doch gar nicht. Ja, und so und halt solcher Themen, wo ich dann sage, ja, ich habe gelernt, einfach viel mehr auf mich selbst zu achten und bewusster mit mir umzugehen, und mehr darauf zu achten, dass es mir gut geht. Und dazu braucht es nicht immer Summe X. Bin gespannt, wie gesagt, was die nächste Etappe dann aus mir macht, was im dritten Buch steht. Weil jede Reise, auch wenn du sagst, ich war ja auch schon mal in Italien, ne? Und ich war letztes Jahr Zagreb, ja, Zagreb kenne ich auch. Jetzt geht es natürlich in die anderen Teile von Zagreb oder von Kroatien. Aber nichtsdestotrotz, jede Reise bringt neue Erfahrungen, neue Leute, die man kennenlernt, neue Begebenheiten. Und alles, was neu ist, was sich neu irgendwie triggert, dir neue Impulse gibt, wird dich auch weiterentwickeln. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und von daher bin ich einfach gespannt, was es dann auch mit mir macht. Vielleicht entdecke ich wieder den nächsten Ratsinn. Ja, schön, schön, wie mutig du da auch reingehst, weil viele Leute haben ja auch ganz viel Angst vor Veränderungen und Neuerungen, ne? Und dabei tun die uns ja oft eigentlich sehr gut. Bevor ich meine Frage wieder vergesse, will ich sie noch schnell loswerden. Machst du dir auf der Reise schon Notizen, wenn du jetzt auch sagst, okay, bei der nächsten Reise bist du Ja. unterwegs und willst sie danach auch wieder aufschreiben? Also machst du dir währenddessen schon Notizen, dass du weißt, oh, das muss auf jeden Fall in das Buch? Ja. Ich habe gelernt. Oh. Ich habe gelernt, muss ich sagen. Ja, bei der ersten Etappe habe ich mir natürlich auch Notizen gemacht. Die waren sehr auf was passiert gerichtet, ne? Also die Geschehnisse. Dann habe ich mich so ein bisschen beschäftigt mit, wie schreibt man eigentlich Bücher? Na, da gibt es ja verschiedenste Methoden, Herangehensweisen. Wie gestaltet man einen Plot? Die mich beeinflusst haben, im zweiten Buch, wo ich dann viel auch über Sinneseindrücke, Gefühle, Wahrnehmung, das damit aufschreibe. Und das sieht man dann auch, wir haben das einmal fotografiert auf der Homepage. Wenn man da in die Rubrik Bücher guckt, bevor man draufklickt, da sieht man Antje und mich am Tisch in Zagreb in dem Apartment, wo wir sozusagen 2 Nächte übernachtet haben. Beginnend mit der zweiten Etappe und jetzt in der dritten werden wir es auch so machen. Jeder schreibt Tagebuch. Ach, Und cool. genau, wie hier schreibt abends Tagebuch, bevor wir dann wirklich einschlafen. Und dann bin ich dann meistens derjenige, weil ich schreibe dann ja auch, ja, der dann sagt, Mensch, wie war dieses oder jenes denn für dich? Weil in den Büchern verarbeite ich dann natürlich auch das ein oder andere von Antje. Aber es ist ja eine Autobiografie und ich muss ja aufpassen, dass ich nicht der allwissende Erzähler werde. Und der Erzähler, der ständig wechselt von seinen Perspektiven. Und nichtsdestotrotz möchte ich ihre Gedankenwelt, soweit ich sie dann wiedergeben kann, dann auch mitnehmen.
Und wir machen das dann sozusagen über das Tagebuch schreiben, wo wir uns dann auch zu Themen einfach austauschen, wo ich dann sage, Mensch, weißt du noch da im Hotel in der Rezeption, wie hast du das denn empfunden? Für mich war das so und so. Und dann erzählen wir nochmal drüber und tauschen uns drüber aus. Na, und so war es zum Beispiel beim letzten Buch, diese typischen ja, Hefter, sage ich jetzt mal so, die DIN A5, da hatte ich 100, 110 Seiten irgendwie an Notizen. So, dann kommst du nach Hause und dann fängst du dann an, natürlich dann schon so, ja, wie sieht das mit dem Plot aus, wie willst du das machen? So, und ich sage jetzt mal, das dritte Buch, man wird ja geübter und nicht lerner, habe ich ja eben gesagt, ne? Und da ist es natürlich so, jetzt hat man denkt von Buch zu Buch immer stärker in Strukturen, weil ja, das Autorendasein ist nun mal ein gewisses Handwerk. Ne? Das musste ich ja mittlerweile auch einsehen. Ich habe das ja nicht gelernt. Ich bin ja eigentlich studierter Betriebswirt. Und natürlich ist es so, dass jetzt sicherlich während der Reise auch schon irgendwo im Kopf ein Plot entsteht. Das war während der ersten Etappe nicht so, aber das wird dann ja mein dritter Band sein. Und man kommt dann automatisch irgendwie rein. Ich kann das nicht erklären. Aber es passiert dir nicht, dass du an die Reise rangehst mit dem Gefühl, das muss jetzt eine voll krasse Reise werden, damit du ein voll krasses Buch draus schreiben kannst, sondern du Nein. gehst da trotzdem ganz so, wie du halt immer auf Reisen gehst und schaust Ja, halt mal, was passiert. weil ich einfach weiß, aus mittlerweile 24 Jahren Radreisen, es passiert nie so, wie du Es es möchtest. passiert etwas, Es ja. passiert nie so, wie du es möchtest. Es passiert immer etwas. Na, ob groß oder klein, es passiert immer. Und manchmal sind es die banalsten Sachen, wo du sagst, warum ist das jetzt so wichtig? Na, also zum Beispiel in Seelendurst gibt's zwei Situationen. Das eine war, wo wir gerade so nach Ungarn reinfahren. Und wir wollten dann dort oder ja einen Ruhetag mit einlegen, also 2 Nächte auf dem Campingplatz verbringen bei Hegikö. Und ja, dann in der letzten Nacht schiebt dann Antje sozusagen ihr Fahrrad dann Richtung Zelt, wo wir hatten zuvor unsere Wäsche gewaschen, auf den Rädern halt ausgebreitet und in die Sonne gestellt. Und dann guckt sie so an ihr Hinterrad runter. Oh, da sind ja 2 Speichen gebrochen. So, wenn du aber nur zwei dabei hast und du hast das noch nie gemacht. Und es wird gerade schon dunkel. Ja, Schön. und am nächsten Tag wolltest du eigentlich um 6 Uhr morgens schon einpacken und los. Dann kriegt das eine gewisse Brisanz. Gerade wenn du es noch nie gemacht hast. Ne? Und du weißt, du hast nur diese 2 Versuche und es muss halten, weil sonst hast du ein Problem. Genau, also das war ein Thema. Oder kurz vor Ziel war es dann so, ich hatte die Kette, weil sie verschlissen war, bei ihr austauschen wollen. Und da bricht mir so ein doofer Kettenbolzen. Ja, und dann habe ich die Kette da nicht gefügt gekriegt. Ja, und dann so 80 Kilometer vor Ziel, ja, ohne Kette, ne? Und da ist ja auch kein Fahrradladen, ne? Was machst du denn dann da? Ja, und sowas beschreibt. Also eine gewisse Flexibilität wird immer entstehen, ne? Weil, ob die Fähre dann plötzlich nicht fährt oder ob uns was geklaut wird, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es ist. In ein Unwetter geratet, ja, Ja, okay. genau. Das hatten wir ja auch in Ungarn gehabt. Wir mussten im Wald ausharren, weil da richtig Sturm war und da wären wir fast von den Rädern geweht worden. Also auch das gab's. Ungeplant. Was Also ein Abenteuer, ja, aber ja. es gibt immer was. Und von daher, ja, wenn ich anders rangehen würde, würde ich ja reisen, um die Bücher zu schreiben. Und bei mir ist es ja eher umgekehrt. Ich möchte eigentlich das erzählen, was ich erlebt habe. Ich glaube, viele denken bei Abenteuer immer, ich überspitze das jetzt mal, ich bin dann wirklich im Outback in Australien und 3000 Kilometer um mich herum ist keiner, ja, oder ich bin mitten im Dschungel und überall nur grüne Baumnattern um mich herum und ich werde gleich vergiftet. Oder die Piranhas im Rio Grande und ich muss da durch. Und ja, nur das ist Abenteuer. Und ich glaube, es gibt so viel kleine Abenteuer in Anführungsstrichen, wenn wir da einfach bereit sind, das auch mal als Abenteuer anzunehmen, die wir auch vor Ort sei es jetzt nur, also wir wohnen ja unweit der dänischen Grenze, sind hier, also nee, Lübeck und dann über Puttgarden ist man schnell ja also Fehmarn ist man dann ja schnell in Dänemark. Auch da kann man Abenteuer erleben. Oder hier vor der Haustür, wenn man hier 4, 5 Tage irgendwie unterwegs ist draußen, überall wartet ein Abenteuer. Und ich glaube, wir sollten weniger uns mit anderen vergleichen, die diese Bilder zeigen, ne, und wo nur das zählt. Und mehr auf uns selbst achten und sagen, was ist denn für uns ein Abenteuer? Und dann werden wir, glaube ich, auch Sehr schön glücklich. gesagt, Ne? Und ja. ich glaube, dann haben wir auch eine Chance, glücklicher zu werden. Denn ich habe mal gelesen, stammt nicht von mir, ich glaube, der Vergleich ist des Glückes Tod. Ne? Und so ist es. Ne? Wenn ich mich immer mit, also es wird bei, ich glaube, 7, 8 oder bald 9 Milliarden Menschen
Klar, da gibt es immer jemanden, der cooler, geiler, weiter, reicher, aber vielleicht auch ärmer ist wie ich, etc. Aber wenn ich mich ständig mit so vielen Milliarden von Menschen vergleiche, wo bin ich denn da? Und es geht doch um mich. In jedem Leben von uns geht es doch um mich. Bei mir geht es um mich, bei dir geht es um dich, Leni. Ne? Bei Antje geht es um Antje und jeder muss gucken, weil man hat doch nur ein Leben. Und da muss man doch eigentlich darauf achten, dass man selbst glücklich ist oder versucht, das zu tun, was man meint, dass einem gut tut oder Glück verschafft und nicht nur auf andere schauen. Und ja, also auch das ist ein Thema, ja, Hausbau und weil du ja eben sagtest, oder vorhin ja sagtest, in der Frage, was hat das mit dir gemacht? Ich habe aufgehört, mich mit meinen Kollegen zu vergleichen. Ne? Also da sind, also natürlich verdienen wir in den Positionen, die wir haben, nicht schlecht. Auch ich verdiene nicht schlecht. Ich habe natürlich jetzt momentan auch sehr, sehr viel abzubezahlen, sehr, sehr viele finanzielle Korsetts bekommen. Ja, es bleibt davon nicht viel über. Auch wenn die Basis nicht schlecht ist. Aber wenn der eine hat sich jetzt eine teure Uhr im fünfstelligen Bereich bestellt, da höre ich drüber hinweg. Das ist für mich, ja, wo er sagt, ja, das ist sein Lebenstraum, ja, das mag sein. Dann wünsche ich ihm auch alles Gute. Ne? Und dann sage ich, wenn das wirklich so ist, dass du dann nachts aufstehst und auf dein Handgelenk guckst und sagst, 3 Jahre lang, boah, was für eine geile Uhr. Ja, dann macht ihn das glücklich, dann ist das legitim. Ja, aber nicht nur einfach des Habens willen. Ne? So, und von daher, ich vergleiche mich da nicht mehr, ich vergleiche mich nicht mehr mit den großen Abenteuern, die gezeigt werden, auch in der Werbung. Und mein Leben ist mir Abenteuer genug. Sehr schön, ein sehr, sehr schönes Projekt. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich beschließe meine Gespräche immer noch mit einer Frage. Ich weiß nicht, ob du sie schon beantwortet hast, aber vielleicht fällt dir noch was dazu ein. Die Frage ist, was wünschst du dir? Puh, es wäre jetzt zu banal zu sagen, glücklich zu sein, weil darauf bin ich ja schon eingegangen. Aber ich wünsche mir selbst die Kraft zu haben, nicht aufzuhören, daran zu arbeiten. Ne? Also es gibt nicht den Weg, wenn ich das mache, dann bin ich für immer glücklich. Ja? Sondern ist ja auch ein Thema der Wahrnehmung. Wie nehme ich Dinge, die mir passieren auf meinem Lebensweg, wie nehme ich die wahr, wie beurteile ich das? Und da wünsche ich mir einfach für mich die Kraft, den Mut, das, was ich gelernt habe, nicht zu verlernen, daran festzuhalten, auch wenn manchmal der Wind vielleicht anders weht oder aus anderen Richtungen weht, dann einfach auch für mich einzustehen und daran auch an dem, woran ich glaube, festzuhalten. Weil nur so kann es möglich sein, glaube ich, dass, wenn das jeder für sich tut, dass man seinem oder einem für sich ein glückliches Leben Tag für Tag ein Stückchen näher kommt. Und ich glaube auch, dass Glück kein Zustand ist, der dann einfach permanent da ist. Das ist was, an dem man jeden Tag ein bisschen arbeiten kann. Weil ich auch lange dachte, dass es muss mal irgendwann einen Punkt in meinem Leben geben, wo einfach alles stimmt, wo alles gut ist, ja, oder es viele Leute gibt, die sagen, und dann habe ich das richtige Gewicht und dann sehe ich gut aus und dann habe ich den richtigen Job und dann habe ich. Also es ist ja immer ein Prozess. Und es hat immer was mit Aktivsein zu tun und daran arbeiten eben, dass Dinge besser werden und man sich besser fühlt und glücklicher ist so. Vielen, vielen Dank. Du hast mich sehr berührt mit deiner Geschichte. Vielen Dank, dass du sie hier erzählt hast. Und ich hoffe, es sind einige Leute auf dich aufmerksam geworden und neugierig geworden und wollen jetzt mal lesen, was du so tust, oder wollen dir auf Instagram folgen und schauen, was du machst. Ich werde es auf jeden Fall tun, dich weiter verfolgen. Ich finde das total schön. Und ja, kann nur Danke sagen, dass du hier warst. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Chance.